Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Nachdem Kardach alles in der letzten Folge auseinandergenommen hat und uns halb umgebracht hat, weil sie nicht aufhören wollte und alles angezündet hat, wo wir durchgelaufen sind. Aber jetzt macht sie es ja nicht mehr. Jetzt hat sie sich eingekriegt. Zum Glück. Wir wollten... Wir wollten aufleveln, weil wir das geschafft haben. Wir haben ein Level abbekommen mit ihnen. Und ich denke, wir sollten erstmal aufleveln, bevor wir hier alles looten. Dann sollten wir gleich alles looten und dann... Ja. Wir dürfen Zauber ersetzen. Würden wir das wollen? Nee, wir sind eigentlich zufrieden damit, ne? Was könnte man denn ändern? Ja... Sowas wäre auch vielleicht toll, aber wir haben ja Tiere sprechen. Hier ist das auch toll. Es gibt so viele Sachen, aber man kann nicht alles ausrüsten. Deswegen verbessert der Sprung. Also Sprung verbessern, dann könnte man überall auch hin, ne? Wir bräuchten Zauberplatz mehr. Jetzt habe ich Escape gedrückt und wir sind rausgeflogen. Und nochmal. Aber ja, ersetzen brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ein Talent. Was sollten wir denn nehmen? Zwei Waffenkämpfer, oder? Was haben wir denn alles? Ausgerüstet, ne? Wir haben Waldläufer, Ritter, Spurenleser, geübt mit Elfenwaffen. Oh, cool. Du bist geübt mit Langschwert. Kurzschwert, Langbogen, Kurzbogen. Haben wir denn einen Kurzbogen oder sowas? Sieht man jetzt nicht, ne? Doch, wir haben einen langen Bogen. Das ist gut, dass wir langen Kurzbogen. Darauf gehen wir auch immer. Du kannst in der Dunkelheit bis 12 Meter sehen. Ja. Feenblut, du bist Rettungswürfe gegen Bezauberung im Vorteil. Bogenschießen, du erhältst einen Bonus auf Fernkampf. Und Laura des Schrecks. Und überlegene Dunkelsicht. Also, wir sind geübt mit Langschwert, Kurzbogen und so. Wir könnten noch Armbrustexperte nehmen. Dann könnten wir Armbrüste benutzen. Aber wir haben ja einen Langbogen. Wozu? Zwei Waffenkämpfer vielleicht, ne? Wir sind im Umgang mit denen, aber wir haben keine zwei Waffen. Du kannst mit zwei Waffen kämpfen, auch wenn sie nicht leicht sind. Du erhältst einen Bonus von plus 2 auf dein... Aber wir können dann halt auch zwei Handwaffen, ne? Gibt es da Finesse-Waffen? Können wir es auch wieder weglegen? Ich weiß es nicht. Scharfschütze wäre auch nice, ne? Ich glaube, das nehmen wir. Deine Fernkampfangriffe haben keine Malus durch Regeln bei erhöhter Position mehr. Fernkampfangriffe mit Waffen, in deren Umgang du geübt bist... haben einen Malus von minus 5 auf ihren Angriffswurf, bewirken aber zusätzlich 10 Schaden. Das ist aber auch so, ne? Deine Fernkampfangriffe haben keinen Malus mehr. Durch Regeln bei erhöhter Position. Ach so, vorher oder was und dann nachher. Ja, dann nehmen wir das doch, wenn das schon besser ist, ne? Wir haben jetzt erst das und dann hier, glaube ich. Oder haben wir das nicht? Doch, ne? Voller Einsatz. Oder ist... Nee, das ist das Komplette. Minus 5, aber 10 mehr Schaden. Und wenn wir unten steht, ist es halt... geübt. Da könnten wir irgendwas nehmen noch, ne? Zielgenauer Zauberschütze, Tavernschläger, Kampfbruch, Zauber, Waffenmeister. Du bist im Umgang mit vier Waffen deiner Wahl geübt und deine Stärke oder Geschicklichkeit wird um 1 erhöht. Alle. Wir können keine wählen davon, also... Geschicklichkeit wäre ja hoch und dann sollten wir hier was wählen, was wir aber nicht können, weil wir sind schon überall geübt.
Ja, dann wird das ja nichts. Scharfschütze eigentlich ganz cool. Wann immer du einen Nahkampf-Waffenangriff ausführst, würfelst du zweimal. Ne? Aber Scharfschütze wäre schon, ne? Belastbar, Stangenwaffenmeister und Halter. Ich will jetzt ja auch nicht, ne? Deine Bewegungsrate wird erhöht. Und wenn du spurtest, wirst du durch schwieriges Gelände nicht verlangsamt. Das wäre auch gut, ne? Weil wir überall Meister der mittelschweren Rüstung. Haben wir an, ne? Kein Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Der Bonus auf die Rüstung ist klasse, den durch dein. Ja, ich glaube, wir nehmen erstmal Scharfschütze und danach Meister mittelschweren Rüstung. Ob das gut ist? I don't know, aber lass uns das nehmen. Ich finde es nice. I'm ready. Whatever it takes. Für so einen Bogenschützen. Ich weiß es aber nicht. So, jetzt nehmen wir noch hier die anderen Klassen. Und wenn es nicht gut ist, ist auch egal. Wir müssen damit klarkommen. Ist doch besser zu sehen, ob man mit alles klarkommt oder ob man alles 100% perfekt macht, oder? Ich möchte lieber sehen, ob man damit klarkommt. Also denke ich mir, keine Ahnung. Sie kann einen Zaubertrick. Was denn? Du bist beim Einschüchtern, Auftreten, Würfeln im Vorteil. Verleihe ein Objekt eine Aura des Lichts. Klingenbann. Erleide nur den halben Schaden durch Hieb, Stich und Wutangriffe. Eine Flamme in deiner Hand erhält einen Radius von 9 Metern und bewirkt 1 bis 8 Feuerschaden. Ich würde das nehmen, ne? Das wie so eine Rüstung 2 Runden lang. Oder 10. Naja, ich nehme das hier. So eine Rüstung wäre auch cool. Also auf jedenfalls, dass wir nur halben Schaden erleiden. So. So, Zauber vorbereiten. Ja, da haben wir ja eigentlich nichts, ne? Wir wollen ja Heilung haben. Hier oben noch, hier. Das bleibt so. Noch ein Talent bei ihr. Also, sie hat Magiertöter, Magier-Novize, Kleriker sollte sie haben noch, ne? Er lernt 2 Zaubertricks und einen Zauber des ersten Grades. Sie ist doch Kleriker, oder? Dann können wir. Kann sie mehr lernen noch? Klassenmerkmale. Zauber ändern. Brauchen nicht mehr auswählen. Dann nimmt sie hier noch das und Licht erhellen oder komm, erhellen Flammen. Das macht vielleicht noch ein bisschen Schaden, wenn man sie dann wirft. Aber hier, Flyer ein Objekt, eine Aura des Lichts. Haben wir komplett Licht. Und noch ein Zauber zusätzlich, was auch cool ist. Heiligtum. Du oder ein Verbündeter könnt nicht zum Ziel gegnerischer Angriffe werden. Bis sie eine Kreatur angreift oder ihr Schaden zufügt. Das ist auch cool, ne? Gut böse. Schütze einen Verbündeten gegen die Angriffe und Kräfte von Aberrationen, zelestischen Elementaren, Feen, Unholden und Untoten. Eigentlich würde ich ja das nehmen, ne? Segne bis zu 3 Kreaturen, sie erhalten einen Bonus von 1d4 auf ihre Angriffswürfe. Komm, wenn wir schon Kleriker sind, nehmen wir hier gegen Unholde. Vielleicht schützen wir mal den einen oder anderen damit. Ist ja auch gegen Feen und sowas. So, dann haben wir jetzt noch Astarion. Achso, da sind die ganzen Sachen. Ja, passt nicht mehr hier so hin. Aber man kann ja auch hier, ne? Kleriker, allgemein. Eigene Sachen könnte man auch Kleriker Dings oder man nimmt ja das und noch ein paar Items vielleicht so kann ja aber umschalten so ist hier was Neues? Ach so,
das wollten wir anzeigen, ja. Hat sie gerade getanzt? Never mind, wir sind jetzt dabei, die anderen so. Astarion, bitte. Ein Stufenaufstieg von Astarion. Athlet, wachsam, Stürmer, Defensiver, Dulan. Zwei Waffenkämpfer. Irgendwas mit Heimlichkeit oder so, ne? Oder Magiertöter. Wenn eine Kreatur in deinen Nahkampfbereich einen Zauber wirkt, bist du bei jedem Rettungswurf dagegen im Vorteil und kannst eine Reaktion verwenden, um sofort einen Angriff auf Zauberwirker auszuführen. Gegner, die du triffst, sind bei Rettungswürfen auf Konzentration im Nachteil. Das wäre vielleicht eine leichtfüßig. Deine Bewegungsrate wird erhöht, wenn du dich bewegst. Ja, das wäre cool, dass er sich überall durchbewegen könnte, ne? Und dann noch vielleicht auch, wenn er sich, also im Dunkeln, wenn er sich tarnt. Zielgenauer Zauber macht er ja nicht. Ich würde erstmal sagen, dass er überall durchlaufen kann. Meister in mittelschweren Rüstung hat er ja, glaube ich, oder? Wird es gesperrt, Schwerrüstung. Übung mittlerer Rüstung, mittelschweren. Ach so, mittlerer und mittelschwer ist was anderes. Anscheinend schon. Du bist im Umgang mit leichter Rüstung geübt und erhöhst die Stärke. Ich würde erstmal leichtfüßig nehmen, dass er überall durchlaufen kann. Danach irgendwas mit Heimlichkeit noch. Oder Schaden. Durch Heimlichkeit. Mal gucken. Jetzt die Berserkerin. Berserkerin kann ein neues Talent. Wieso können nicht alle ein neues Talent? Ich müsste. Schwer gerüstet. Du bist im Umgang mit schwerer Rüstung geübt und erhöhst deine Stärke. Ja, sie soll doch schwere Rüstung anziehen, ne? Da würde ich sagen, hier. Du kriegst jetzt richtig schwere Rüstung. Die wird der Berserker-Tank. Das alles so richtig ist, I don't know, aber ich spiele so. Ich habe mir auch nichts angeguckt oder so, ich werde jetzt so spielen. Man kann ja auch spielen, wie man möchte, oder? Der ist doch auch leer, wieso wird der noch tot angezeigt? Also sie werden alle tot angezeigt, aber ne? Gut, dann werden wir jetzt alles looten. Was haben wir denn hier alles? Erstmal Gold. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Wir gehen mal mit Karlach rum, weil wir waren, glaube ich, schon fast überlastet. Sie lootet dann mal alles. Er hat ein Schwert der Gerechtigkeit. Da müssen wir gucken. Wir können doch jetzt auch zweihändig Zweihandschwert, oder? Habe ich das genommen bei ihm? Oder was haben wir jetzt genommen? Ich bin so vergesslich, ne? Der hilft nur ausprobieren. Anscheinend haben wir das nicht. Ja, Scharfschütze haben wir genommen. Ich weiß es wieder. Ich bin auch so manchmal lost. Einfach manchmal nur verloren. Karlach ist ein Axtgut. Hat hier aber auch noch was. Türschutz. Die wäre vielleicht gut, oder? Aber sollte sie die haben? Nee, sie hat eine Axt, oder? Wenn wir eine bessere Axt kriegen vielleicht. Jetzt erstmal zwei Handwaffen. Ich gebe ihr die. Wir haben ja die Axt noch im Inventar. So. Axt im Inventar. Oh,
Karlach kann alles verstellen und sowas, ist ja stark. Da ist gut, jemanden starken dabei zu haben. Was haben wir hier? Hinterland, Neuauflage. Lesen. Geschätzter Leser, auf diesen Seiten sind häufig überraschende Neuigkeiten aus den entlegensten Winkeln unseres schönen Landes zu lesen. Doch ich muss euch warnen, die neue Ausgabe enthält Nachrichten, die manch einer, um es kurz zu machen, schockierend finden mag. Gewiss, vielleicht verschwindet der Kult des Absoluten, von dem unsere Agenten in Eltulgard berichten, ebenso schnell wieder wie viele andere vor ihm. Doch die Meldung über Bündnisse zwischen Goblins und Lolf, verschworenen Drow, Trollen und Durgar sind höchst beunruhigend. Der beigefügte Bericht ist wohl der ernsteste seit unserer Gründung. Vor der Veröffentlichung wurden Boten unter anderem nach Baldur's Gate, Skornabel und Kerzenburg geschickt. Hoffen wir, dass die Berichte ausreichend ernst genommen werden, zum Wohle aller. Mit aufrichtigem Gruß, Mingus Beißer, Chefredakteur. Gut. Hier ist noch ein Jutesack, wo nichts drin ist. Super. Hier haben wir noch drin. Ich meine, sie haben uns angegriffen. Da geht's noch runter. Wow. Ein Haushaltsgebiet, ein Jutesack. Achso. Erstmal, das Gute ist die Abwesenheit des Bösen. Gut heißt, nach Frieden zu streben und ihn zu behüten. Es heißt, Verderbnis aufzuspüren und sie anzuprangern. Und es heißt, auf seinen Gott und sich selbst zu vertrauen. Denn das größte Gute von allen heißt Glaube. Gut heißt, nicht gesetzestreu. Das Gesetz ist ein Gebot, von Göttern oder von Sterblichen aufgestellt. Es ist der Ruf der Autorität und die Bestrafung ihrer Gegner. Das Gesetz ist die Vater der Ordnung. Dem Gesetz zu widersagen, heißt das Chaos heraufzubeschwören, indem es weder Bedeutung noch Leben gibt. Das Gesetz kann korrumpiert werden, gesetzestreu heißt nicht gut. Ich sage euch also, dass wir nicht danach streben, gut zu sein oder gesetzestreu, sondern gerecht. Denn was heißt gut zu sein, wenn wir nicht definieren können, was dem entgegensteht? Was heißt gesetzestreu sein, wenn es die Befehle eines Teufels sind, die wir befolgen? Gerechtigkeit ist die Hand, die die Hungrigen nährt und der Schild, der die Schwachen beschützt. Sie ist das Schwert, das die Bösen richtet, und der Mantel, der die Mittellosen wärmt. Für die Gerechtigkeit steht der Orden des Panzerhandschuhs, Wache. Und es ist die Gerechtigkeit, die Tür und Turm, Helm und Rohr fordert. Auch Götter. Okay. Bierkrugenteller. Noch ein Haushaltsgebiet. Und was flüstert mir die ganze Zeit im Ohr? Latanda erleuchte, Selone geleite, Kelimvor richte und weiß in die Weite. Okay, das könnten wir nehmen. Nimm das auch mal mit. Da oben könnten wir noch hin. Wir gehen noch mal hier rein. Ein Vorratspaket. Ein Schrank mit Gold drin, okay. Jutesack. Nichts drin. Wasserpumpe. Ich muss gleich auf Klo. Warum hört sich das so an? Eine Birne. Ist ja gut. Verrottetes Stück Käse, ja. Kann daneben verrotten. Was? Ich meinte, kann sich daneben legen. Ist in guter Gesellschaft. Nicht mehr so alleine. Eine gepolsterte Rüstung liegt hier. Kann ich die aufheben? Danke. Cyril hat auch noch ein paar Sachen. Oh, 3 Wiederbelebungsschriftrollen. Okay. Ein paar Birnen und eine Wurst und Käse. Ja, juhu, juhu, juhu. Vergammelte Karotte. Eine Seelenmünze. Ich glaube, das ist es, was es war.
Oh, jetzt ist leise. Karl, ach, was denn mit dir? So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. Habt ihr keine Angst, dass das eure Maschine überlastet? Nah, it'll be fine. Habt ihr ein Münzschlitz in Herzen oder wie? Aber Seelenmünzen sind genau das, sie enthalten echte Seelen. Ich weiß nicht, ob ihr sie einsetzen solltet. They're already lost. Better to be used in service of the good guys than a devil, don't you think? Next time we're in a nasty battle, drop one my way. You'll enjoy the results. Wir sollten keine Seelenmünze für unsere eigenen Zwecke ausgeben. Mein Interesse ist geweckt. Im nächsten Kampf bekommst du eine. You're the boss, I guess. Let's get going. Nicht, I guess. Wir sollten nicht so böse Sachen machen. Ich weiß nicht, ob das böse ist. Ich meine, ist ja nur eine so. Ach, verfaulter Pilz. Ein lustvoller Pakt. Dies ist ein Auszug aus dem Theaterstück, ein lustvoller Pakt, das wegen seines derben Inhalts in mindestens 4 Städten nicht aufgeführt werden darf. Der Skandal um das Stück hat dazu geführt, dass es in zahlreichen illegalen Auflagen gedruckt und verkauft wird. Erzähler, kommt ihr Leute, kommt und hört mich erzählen von einem Mann, den Schmerz und Trauer grausam quälen. Denn, oh, was soll der Liebsten er nur schenken? Unser Cambium frohlockt, wird er doch dieses Spiel nun lenken. Auftritt Robert, männlicher Tiefling. Weinend Kaliesel von rechts. Blitze und Rauch. Kaliesel. Bursche, ha! Ich weiß, warum ihr weint. Ich wette, dass euer Weib sucht Trost in eines andere Betten. Die Lippen leckt sie sich und seinen Namen ruft sie aus. Oh, diese Pein und Schmach, es ist ein Graus. Robert, wie kann ein Fremder das all das Wissen sagen? Ich stehe in den Schatten, sehe euch und sehe, der naturgemeine Tücke beschämt euch, tut euch weh. Zurückgewinnen wollt ihr euer Weib, ihr Bett, auf dass sie euren Namen wieder auf den Lippen hätt. Ihr wisst um meinen Fluch, mein Schmerz, mein Leid, mein Weh. Ich weiß, ihr wünscht euch einen größeren Fluch, denn für ihre Furche ist ihr nicht groß genug. Euch fehlt ein strammer Mast, ihr braucht einen neuen, um Weibsbilder ins Bett zu führen und zu erfreuen. Hä? Will der jetzt das Feld umflügen oder in See stechen mit dem Mast? Also ich weiß ja nicht. Oh Mann, ey. Wer schreibt sowas nieder? Gleich mal mitnehmen, ist Kunst. Hat er einen großen Flug bekommen? Wir werden es nie erfahren. Eine Pike. Ich sollte wieder mit Karlach, ne? Ja, wir sind schon wieder überlastet. Das war so klar. So. Karlach, du nimmst dir jetzt mal die Sachen. Ja, aha. Die Herren des Wahnsinns, Band 4, Yengoku. Kaum ein Dämonenfürst hat der Welt einen Stempel derart aufgedrückt wie Yengoku. Sein unstillbarer Hunger gilt zwar als dumper Zwang. Ich glaube, das hatten wir schon. Dann nehme ich das halt nur mit. Alles gelootet, alles getan. Ich glaube, wir sollten wieder runter. Hier oben ist sonst nichts mehr, ne? Wir könnten auch ganz hoch, aber nee, ich habe da jetzt auf den ersten Blick nichts gesehen. Dann lasst uns mal diese Glyphe einsammeln. Hä, waren wir hier noch nicht drin?
Ist auf jeden Fall ein Schlafsack. Noch zwei Jutsäcke oder drei? Ein Holzkoffer, noch irgendwas irgendwo? Nie. Hier waren wir aber drinne. Gerbers Wonne. Jetzt haben wir aber alles hier hoffentlich. Nein, nicht dadurch da lang. Wir hätten hier auch einfach runtergehen können. Egal, wir gehen hier runter. Hölzerne Luke. Okay. Du riechst Blut und Leichen und sonst was? Wo denn? Ach stimmt, wir sollten auch gleich noch verkaufen gehen wieder, ne? Oder wir gehen weiter. Da ist eine Leiche, er hat recht. Warum hatte er nur recht? Nie ein besetztes Schild. Cool. Noch Silber und sowas. Geben Sie mir alles. Das wird doch super toll. Hier gibt es noch was. Das nehmen wir auch mit. Gibt es sonst noch was als Proviant? Dann ist es toll. Toter Zöllner. Hauptbuch des Zolls. Da. Ein Buch mit dem Einnahmen des Zollhauses für das aktuelle Jahr 1492 TZ. Die meisten Einträge sind in ordentlicher Schrift verfasst. Sie führen die Reisenden und den bezahlten Goldbetrag auf, aber der Text der letzten Eintrags ist verschmiert und wurde mit Eile geschrieben. 9. Marpenot. 4 Händler mit einem Wagen voller allerlei. 25 Gold. 12. Marpenot. Kompanie der flammenden Faust. 15 Fäuste und Panzerhandschuhe. Gebühr über 100 Gold erlassen. Fäuste zahlen keine Zölle. Sie nehmen ihn. 21. Marpenot. Brauer und 2 Wachen bringen Fässer nach Waukens Ruhe. 35 Gold. 2. Ukta. 7 Bauern, keine Waren, kein Gold, verwundet. Haben uns gewarnt, dass wir gehen sollen. 3. Ukta. Kurier geschickt und um zusätzliche Wachen oder Ablösung gebeten. 7. Ukta. Mehr Bauern sind zu viele. Um sie zu zählen, keine Waren, tragen ihre eigenen Toten. 11. Ukta. Straßen nicht zuhalten. 16. Ukta. Treffen, Vorbereitung, den Post zu verlassen. Okay. Warum denn? Karlach hat den Schlüssel des Zöllners von Zerra über die magische Tasche genommen. Also wir haben schon... Das sieht doch aus wie eine Falle. Ich glaube... Astarion. Wir lösen die Gruppen mal auf und du gehst hier mal durch, ja? Wow. Bester Dieb. Wir sollten speichern. Nicht, dass das gleiche passiert wie in der Ruine. Er wird explodieren oder so. Warum turnst du da oben rum? Lass das. Du sollst doch das nur einsammeln und nicht hochgehen. Also wirklich, Astarion. Manchmal, ne? Sollten nicht auf diese Schaltflächen treten, die sind ja offensichtlich. Kaputter Knüppel. Weiß nicht, ob wir den brauchen. Einfach mal kaputte Rüstung. Weidenkorb. Alter, wenn du noch weiter gehst und dich hinstellst. Ich habe nur geklickt, dass du hier... Das ist ja grauenhaft. Bitte, nicht irgendwo drauf treten, Astarion.
Seht ihr das? Ich klicke hier drauf und er geht dahin, um das einzusammeln. Das ist schon, Astaro, mit dir zu arbeiten ist schon hart. Und er macht's wieder. Hör doch bitte auf, da... Das hatte ich ja eben schon. Nein, nicht da. Ich will die große Kiste gleich. Also die hier. Holz, oh, 240 Gold. Tschüss, das verrottet alles. Astarion, warum? Jetzt bewegst du dich schnell dahin. Das auch nicht auslöst. Ich weiß es nicht, aber ich bin auch froh drüber. Da war ein Hut drin. Nee, das hatten wir schon, danke. Das nehmen wir noch mit, natürlich. Eckbank. Das sind nur normale Flaschen. Oder habe ich was vergessen? Da habe ich was vergessen. Und da ist nichts drin, natürlich. Warum sollte da auch was Eimer und sonst irgendwas? Okay. Ach so. Das sieht er jetzt durchs Gitter durch, weißt du? Das habe ich mir schon gedacht. Er sieht das jetzt erst. Nachdem er ganz viele Sachen geplündert hat. Warum, wenn ich das loote, geht er hier rein? Ja, zum Glück liegt da keine Falle oder sowas, aber warum? Wieso, weshalb, warum? Nein, bitte. Ach, zum Glück geht er außen rum, ey. Ich krieg hier einen halben Herzinfarkt. Leute, ich krieg einen halben Herzinfarkt. Schon wieder. Bitte, benimm dich, Astarion. Und loote nur. Wassergrafen, okay. Manchmal macht das schon sehr schwer. So, da waren ein paar Tränke drin. Es hat sich gelohnt. Nein. Keine verfaulten Eier mehr. Da endlich nach, ist immer verrottetes Essen. Tja. Keine Bücher. Da noch was drin? Natürlich. Da ist sonst nichts mehr drin. Da und achso, da haben wir schon geguckt. Die Führung von Zentaren.
Ein Auszug aus Metatex, Rückfall von Josefa Elgin, einen Gelehrten der Kirche von Denia, zumindest bis sie wegen ihrer ketzerischen Bemühungen exkommuniziert wurde. Den Metatex zu rekonstruieren, die Annalen des verlorenen und verborgenen Wissens ihres Gottes. Trotz ihrer Beteuerung des Gegenteils ist kein allzu scharfes Auge nötig, um in den modernen Praktiken der Zentarim Anklänge an die Philosophie Baines zu erkennen. Die Gruppe ist nach einer strengen militärischen Hierarchie organisiert. Alle Macht geht von der Spitze aus. Wer diese Position heute bekleidet, darüber wird eifrig spekuliert. Denn die Führung des Schwarzen Netzwerks galt nach der Zerstörung des Hauptquartiers in den Zentilfeste im Jahr 1383 TZ als ausgelöscht. In den folgenden Jahrzehnten konsolidierte sich jedoch eine neue Machtbasis in der Festung von Dunkelhalt, tief im Süden, in deren Zentrum steht der Peregeist, eine rätselhafte Gestalt in Rüstung, die angeblich ganz allein für die Wiedergeburt der Zentaren verantwortlich ist. Wer auch immer aber ihr Anführer ist, diese neuen Zentaren haben ihr Streben nach Dominanz nicht aufgegeben, sondern lediglich ihre Methoden verändert. Einst lag ihr Fokus darauf, Nationen zu unterwandern und zu erobern. Doch heute trachtet das Netzwerk danach, den Markt in einer immer engeren Würgegriff zu bekommen. Denn diese Macht kann Grenzen überqueren, welche für konventionellere Truppen geschlossen sind. Okay. Aufheben. Da ist noch ein Beutel. Das könnten wir nehmen. Bücherstapel ist nix. Hier noch was. Ja. Flasche, Weinkaraffe, leere, ne, Wasserkaraffe, okay. Kein Wasser, nichts. Ein Steinsitz, okay. Stein, zwei Steinsitze. Seems I've done something, but not enough. Hä? Okay. Klick. Ah, warte. Hey, good looking. Einer kann gucken. Vielleicht. Komm mit. Aber pass auf. Ja, das siehst du aber früh. Geh um die Falle herum und guck das so. Okay. Jetzt haben wir... Diesmal brauchen wir Schattenherd. Du darfst diesmal. No time to waste. Fehlgeschlagen. Okay. Okay. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Jetzt haben wir schon das Gift wieder ausgelöst. Ja, beeil dich. Helm. Großschwert, Liedbesetzter Schlüssel. Aufpassen, dass man nicht hier drauf tretet. Noch das mitnimmt. Die Kerze brauchen wir nicht. Da ist noch ein Schild. Großschwert.
Gold. Zweihand-Axt. Großschwert. Ich glaube, wir haben alles. Ja, alle schnell hier hin, bitte. Nicht da, da, da. Ihr müsst alle, ihr seid schon wieder vergiftet. Ah, Gott sei Dank haben wir da nur zum Schluss was ausgelöst. Meine Güte. Das war aber, ja. Ja, das siehst du jetzt, wo ihr alle vergiftet seid. Ja, auch keine Rast mehr oder sowas, ne? So ein Heiltränke nehmen. Oder Schatnetz könnte doch mal heilen. Gut. Ich würde sagen, wir sind hier erstmal fertig. Wo wir danach lang gehen. Hier hochgucken oder so. Hier ist auch noch was. Such nach Überlebenden der Karawane. Oder gibt es auch noch was? Okay. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge erkunden wir das mal. Oder so. Hier ist auch noch ein wieder... Oh, die Stiegstraße ist hier. Oh, erkunden wir das Gebiet hier und da unten wahrscheinlich. Und dann gibt es noch hier unten was und, ja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns dann das an. Ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen guten Tag und wir sehen uns dann. Tschüss!